Heiliger Apostel Judas Thaddäus, bitte für uns. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Evangelium am Fest des heiligen Judas Thaddäus. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Johannesevangelium. Judas, nicht der Judas Iskariot, fragte Jesus, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Mit Freude feiern wir heute das Fest des heiligen Apostel Judas Thaddäus. In der Seitenkapelle der Kirche St. Magdalena in Altötting verehren wir ein Gnadenbild von ihm, wohin viele Pilger kommen und ihm ihre Anliegen anvertrauen. Im vergangenen Jahr durfte ich oft spürbar die Hilfe dieses großen Heiligen erfahren. Eindrücklich war seine Hilfe besonders in der schlimmen Corona-Zeit, wo ich innig um seine Fürbitte flehte und überrascht war, wie schnell Gottes Hilfe uns durch ihn zuteil geworden ist. Ehrlich gesagt, habe ich damals gezweifelt, ob der heilige Judas Thaddäus auch in solchen Sachen helfen könne. Die Fallzahl der Infizierten schnellte nämlich vor einem Jahr rasant in die Höhe. Und im Landkreis Altötting drohte ein strenger Lockdown. Doch am letzten Tag der Novene fielen die Fallzahl und der Lockdown war abgewendet. Dankbar denke ich auch an ein Ehepaar zurück, die in ihrem Kinderwunsch eine Novene zu ihm beteten. Heute dürfen sie bereits ihr liebes Kind in den Armen halten. Doch der heilige Judas Thaddäus will uns noch Größeres vermitteln. Sehr dankbar bin ich ihm für seine Frage damals an Jesus, wem er sich offenbaren will. Als Antwort bekam er die großartige Antwort Jesu, über das Innewohnen der allerheiligsten Dreifaltigkeit in unserer Seele, dargestellt durch das Medaillon, das in seinen Händen hält. Dieses Innewohnen Gottes in unserer Seele führte unter anderem den heiligen Augustinus und später die heilige Therese von Avila zu ihrer Bekehrung. Wie wunderbar ist dieses Wissen, dass Gott durch die heilige Taufe in unserer Seele wohnt und wir im Glauben immer wieder zu ihm flüchten dürfen, um ihn, den allerheiligsten Gott, in unserer Seele anzubeten, zu lieben und unsere ganze Hoffnung auf ihn zu setzen. 9. Tag der Novene zum heiligen Judas Thaddäus. Der heilige Judas Thaddäus hat Jesus und Maria persönlich gekannt. Er war sicher, Jesus hat am Kreuz alles Böse, alles Unheil überwunden. Liebe, Treue und Vertrauen zu ihm und zur Mutter Gottes sind die Schlüssel zum Heil. Und das Lob des Herrn, Dank und Anbetung werden bis zum Ende der Zeiten nicht mehr verstummen. Heiliger Judas Thaddäus, du zuverlässiger Anwalt unserer Anliegen bei Gott, wir danken dir. 9 Tage haben wir uns an dich gewendet. Wir wissen, dass du uns alles erbitten kannst, was gut für uns ist. Wir wollen dir vertrauen und mit dir Gott loben ohne Ende. Amen. Angebetet und geliebt werde das heiligste Herz Jesu in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Gelobt und verherrlicht werde das heiligste Herz Jesu jetzt und immer da. Amen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, wie Matthäus, wie Andreas und Simon hast du alles verlassen und bist Jesus nachgefolgt. Wo er ging, da gingst du mit. Wo er aß, da aßest du mit ihm. Wo er sprach, da hörtest du ihm zu. Dein Leben mit deinem Meister sei uns ein Vorbild.
und sei uns Kraft. Hilf uns, als Christen entschieden zu leben und in den Fußstapfen des Herrn zu gehen. Heiliger Judas Thaddäus, du hast Jesus geliebt. Bitte für uns. Bitte für uns in diesem schweren Anliegen, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende geht. Amen. Heute darf ich euch mit der Reliquie des heiligen Judas Thaddäus segnen. Wir wollen ihm ganz besonders all unsere ausweglosen und schweren Anliegen anvertrauen. Möge er für uns Fürbitte einlegen beim himmlischen Vater im Namen Jesu. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, heute besonders des heiligen Judas Thaddäus, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Bedrängnissen, Ängsten, Krankheiten und Leiden befreien und heilen und dir in deinen schweren und ausweglosen Anliegen helfen. So wie Gott es will, so geschehe es. Und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zum Ruhm und zur Ehre des hochheiligen Namens unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm herab auf euch, auf eure Familien, auf eure Wohnungen, auf eure Arbeitsstellen. Bleibe immer da bei euch. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.